Als einer der Leitaussteller können wir für uns resümieren, dass die Elektromobilität vitaler, dynamischer ist als je. Wir haben vom Einsitzerfahrzeug über das Mehrsitzerfahrzeug, vom Bus, Göppelbus bis zum Göppelbus elektrisch, Autotram bis hin zum Carsharing, hier vertreten auch durch Move About, haben wir die Akzente gesetzt. Es ist sehr positive Stimmung, gute Aufbruchstimmung und immer mehr die Kombination einfach, die Überlegung, elektrisch fahren, regenerativ die Energie erzeugen. Das ist das Thema für mich. Alle großen Autohersteller bieten entweder schon was an oder haben es angekündigt. In Forschungsprogrammen sind sie alle drin. Wir müssen tatsächlich schaffen, wegzukommen von den 10.000 Smarts, die es gibt, auf hin zu Hunderttausenden von Vehikeln. Erst dann haben wir eine Wahrnehmung in einem Land mit 81 Millionen Staatsbürgern, dass es signifikante Schwellwerte hat. Und ab da schaffen wir das. Dazu ist erforderlich, dass die Industrie ihre Werbeetats für diese Innovation freigibt. Erst wenn wir das erleben, werden wir erleben, dass die Elektromobilität eine Chance bekommt. Insofern muss man, glaube ich, auch das Emotionale an dem Thema, wie es sicherlich jeder Marketing- oder Produktmanager sagen würde, man muss auch die Emotionen ansprechen. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz, ganz übler Weg und ein ganz, ganz schlimmer Weg, dass immer mit den Ängsten gearbeitet wird. Reichweitenangst, das ist alles zu teuer oder du bleibst liegen oder du darfst nicht heizen. Das Beste, was noch passieren kann, und da können wir mitarbeiten, das ist, dass man den Leuten zeigt, es gibt es und dass man sie die Dinge anfassen und erfahren lässt. Wir brauchen die Medien in der Aufklärung, ganz klares Ziel, da ist der BSM auch stark engagiert. Es braucht die Politik, da sind wir in Berlin hier hervorragend aufgestellt und vernetzt. Letzten Endes braucht es aber auch dann die Wirtschafts-, also die Geschäftsmodelle, die dazu animieren. Wenn wir das richtig machen, dann haben wir die Chance, das nächste Silicon Valley für die integrierte Mobilität, wie ich sage, oder die elektrifizierte Mobilität, die können wir auch in Europa ansiedeln. Dazu gibt es ja auch einige Überlegungen. Und insofern haben wir da eine Riesenchance. Wenn wir sie verpassen, dann haben wir allerdings auch einen Wettbewerbsnachteil. Dann wird sehr viel Brain Drain in diese Richtung gehen, werden auch viele Deutsche ins Ausland abwandern.